Hallo und willkommen zurück bei Sam & Max Hit The Road. In der letzten Folge ist nach einer kleinen Prügelei Max von Lee Harvey, dem Bodyguard des Country-Stars Conroy Bumpers. Liebe Alligatoren, wollt ihr knackige Kakerlaken? Auf diese Insel geschleudert worden. Ich glaube, wir können hier irgendwie mit dem Golf jetzt was machen, aber... Ah, Swing und Quit, okay. Aber ich glaube ja fast... Ah, okay, hier können wir dann also sozusagen... Vorwärts! Markierung setzen. Ich glaube fast, dass wir da was anderes brauchen als Golfbälle, um hier rüber zu kommen. Trotzdem möchte ich das jetzt mal ein bisschen ausprobieren. Ist sozusagen ein kleines Minigame. Ja. Schön, wie er die Krawatte nach hinten hängt. Hui! Blub. Sollte da nicht irgendwas passieren? Probieren wir es nochmal. Ah ja, okay, die dreht sich dann. Keine Ahnung, ob es da noch irgendwas gibt. Können wir die Alligatoren eigentlich treffen? Okay. Hol mich verdammt nochmal hier raus! Kriegt was auf die Birne, aber ansonsten scheint hier nichts zu passieren. Ich glaube aber schon, mich erinnern zu können, wie wir Max hier rauskriegen können. Also so jetzt mal nicht, das mache ich jetzt nur mal zum Spaß. Hey, Moment mal. Ich glaube, wenn man hier... Aha, so war das Ganze. Wenn man hier diese Zielscheibe trifft, dann wird das Biest, ursprünglich der Yeti, sozusagen ins Wasser geplumpst. Das probieren wir jetzt natürlich mal. Country-Musik. Ja, ich hasse Country-Musik auch, aber jetzt probieren wir das erstmal. Das macht einfach Spaß. Mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Ich gehe aber schon mal davon aus, dass das funktioniert. Ui, wie gut der trifft. Hey! Ich hasse Country-Musik. Ja. Gut, wir gehen jetzt mal wieder. Wir können hier jetzt, glaube ich, nicht wirklich was machen. Können wir den eigentlich mitnehmen, den Golfball-Eimer? Ja, natürlich. Passt ja auch gut rein in die Innentasche von Sams Sakko. Ja, gut. Was essen Alligatoren? Zum Beispiel Fische. Und wir haben auf unserer Karte praktischerweise eine World of Fish. Ich würde sagen, da fahren wir jetzt einfach mal hin, um zu gucken, ob wir da irgendwie was machen können. Fischfeed. World of Fish. Ich höre in der Ferne ein Grollen. Verrückt. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist, das heißt, die Fische werden mit dem Helikopter abtransportiert. Was für ein großes Filetstück. Ich nenne es Bubbles. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Können wir hier irgendwie was machen? Ich benutze nicht wahllos irgendwelche Leute. Nur Max. Okay, da habe ich mich jetzt aber auch verklickt. Ich glaube ja fast, wenn wir den Golfball-Eimer jetzt hier hinstellen, dann müssten wir doch irgendwie Fische bekommen, oder? Nur Max würde das anfassen. Ja, und was ist, wenn ich den Eimer dem Typen gebe? Kann ich das machen? Ich glaube nicht, dass er das möchte. Okay. Was geht hier vor? Was hier vor sich geht? Ich erzähle euch, was hier vor sich geht. In diesem Fluss riskiere ich eine Lungenentzündung. Das geht hier vor. Was soll das mit dem Hubschrauber?
Dieser Hubschrauber ist der Fluch meiner Existenz. Jedes Mal, wenn ich genug Fische gefangen habe, um mein Netz zu füllen, kommt dieser Hubschrauber an und bringt die Fische zum Wollknoll-Restaurant in Central Dis, Minnesota. Wie traurig. Ich weiß. Es ist, als würde man in einem Norman-Mailer-Roman stecken. Okay. Du liebst Fisch wohl sehr. Eigentlich bin ich gegen Fisch allergisch. Warum arbeitest du dann hier? Weil ich viel allergischer gegen Armut bin. Ach ja. Ich liebe alle deine Filme. Besonders die frühen, die lustigen. Wovon redest du? Tut mir leid. Ich muss dich mit jemandem verwechselt haben. Ha. Ich glaube, das soll Woody Allen sein. Ja. Ich liebe alle deine Filme, besonders die lustigen. Sehr schön. Kannst du was zu Conroy Bumpus sagen? Hast du Conroy Bumpus gesehen? Nein. Ich will mir keine Country-Musik anhören. Denn immer wenn ich dies mache, habe ich ein unkontrollierbares Verlangen, viel Bier zu trinken und verbotene Dinge mit Tieren zu tun. Vielleicht sollte ich mich mal mehr um meinen Partner kümmern. Um Max? Ja, natürlich. Ich schätze mal, zu Bruno wird er auch nicht viel sagen können. Wir sehen uns. Die Frage ist jetzt natürlich nur, kann ich da eventuell diesen Eimer nehmen? Wie war das denn mit den Golfbällen? Ach ja, genau. Na klar. So war das. Der steht da einfach nur rum, dieser Fischeimer. Hier ist ein Fisch. Hey, der lebt ja. Ein Fisch in einem Aquarium. Gibt's hier noch was anzugucken? Das Ding hier vielleicht. Das ist ein großer Fiberglasfisch. Den wir betreten können. Das bringt uns im Moment aber, glaube ich, noch nichts. Da werden wir später noch was sehr Lustiges machen können. Nun gut, wenn ich mich wieder richtig erinnere, denn das ist ja nicht so gesagt. Wir haben jetzt einen Eimer Fische, das heißt, die Lösung des Rätsels, wie wir Max von dieser Insel befreien, ist relativ simpel, glaube ich. Wir brauchen einfach nur, ja, wir müssen Fischgolf spielen und irgendwie die Alligatoren... Hol mich verdammt nochmal hier raus! Ja. Die Alligatoren, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie aus dem Weg bringen oder so. Okay, den kann ich hier hinstellen. Praktischerweise passt er in die Jackentasche rein. Wie war das? Gut, das kann jetzt ein bisschen brauchen, bis ich das raus habe. Ich schieße es einfach mal hier in die Mitte und guck, was passiert. Na, mach schon. Ah, ich glaube, ich weiß, wie das ging. Hol mich verdammt nochmal hier raus! Ja, halt die Schnauze. Wir müssen die Alligatoren quasi aufreihen, sodass man rübergehen kann. Kann ich das eigentlich überspringen, diese Schlaganimation? Sieht nicht so aus. Gut, das dauert jetzt dann wohl ein bisschen. Jetzt schwimmt der hier rüber. Ein Versuch noch. Das könnte jetzt klappen. Na gut, okay, und dann hier noch. Den hier, hier. Hierher. Hier. Na. Blup. Okay, ich glaube, jetzt probieren wir es mal. Ich meine, dass er eh auch dann immer so weit geht, wie er halt kommt. Also, Sam. Okay. Offenbar muss man die weiter hier rüber schieben. Na gut, das ist so ein bisschen ein... Ja, es ist kein richtiges Rätsel. Es ist halt so ein... Man muss es halt so oft machen, bis es passt. Weil irgendwie auch nicht ganz... Zumindest für mich nicht ganz klar ist, wie ich die Fahnen genau setzen muss, damit die Alligatoren dann an der richtigen Stelle sind. Und vor allem, wie dieser Weg überhaupt aussieht, den ich hier gehen muss. Hm?
What the fuck? Der schwimmt jetzt wieder hier rüber? Hol mich verdammt nochmal hier raus! Ja, ich würde ja gerne, wenn diese blöden Alligatoren hier auch endlich mal was auf die Reihe kriegen würden. So, das sieht jetzt eigentlich mal ganz gut aus. Gucken wir mal. Krawatte wieder zurück. Golfschläger hingestellt. Alles schön ordentlich. So, kann ich da jetzt? Warte mal, so geht das, so? Ja, ja, okay. Und dann kommt er nicht mehr weiter. Na gut, ich glaube, da müssen wir nur noch einen einzigen Alligator, nämlich den hier, in die richtige Position bringen. Das sollten wir eigentlich schaffen. Also dann so und swingen. Diese Buttons auch wunderschöner 90er Jahre 3D-Stil. Hätte aus irgendeinem Golf-Game kommen können. Damals gab es ja sogar Mario Golf. Schwupps. Und ja, das könnte eigentlich passen. Hey, du hast einen Weg über den Parcours gefunden. Ach, das geht dann automatisch? Das muss man gar nicht erst ausprobieren? Das ist ja lustig. Mann, das hat aber auch lang genug gedauert. Sei still, Max. Ich hasse diesen Sport. Vielleicht, weil du ein lausiger Golfer bist? Du bist heute ein nervendes kleines Karnickel, was? Ja, warum setzt du dich nicht in diese stinkende Kabine, während ich auf wehrlose Fische einprügle? Vielleicht sollte ich dich einfach dort drinnen lassen. Habe ich schon erwähnt, was für ein lausiger Golfer du bist? Hey, lass das! Ich liebe das, wie die sich gegenseitig ja, sozusagen anfeinden oder wie auch immer. Das Ding hier kann ich drücken, oder? Das ist eine Zielscheibe. Das macht Spaß. Nochmal, nochmal! Hey, lass das! Okay, manchmal mag er es, manchmal nicht. Dann gehen wir mal hier rauf. Ich hoffe mal, wir kommen hier rauf. Ja, natürlich. War ja klar. Hey, Sam! Hey, was? Ich habe noch ein Büschel Yeti-Haare in der Kabine gefunden. Während ich mein junges Leben wartend verschwendet habe, konnte nur da sitzen, in dieser schrecklichen Kabine. Warten. Oh, Max, hör auf damit. Okay. Hier, du trägst das. Das mache ich. Ich bin mir nicht sicher, wo du das aufbewahrt hättest. Das geht dich nichts an, Sam. Ja, der Humor ist, ja, der ist halt so, wie er ist. Kann ich da jetzt eigentlich reingehen? Nee, kann man nicht. Kann ich ihn wieder reinschmeißen? Ich probiere einfach mal alles aus, denn... Diese Dinge kann man nicht zusammen okay, benutzen. Kann man nicht. Denn dieses Spiel, ja, hat sehr viele interessante Gags. So, ist da irgendwas? Na klar, da ist was. Das ist eine Schneekugel vom geheimnisvollen Wirbel in Gullwomp, Washington. Lass mich mal sehen. Schau. Zu schade, dass sie leer ist, sonst hätten wir sie schütteln können. So wie jetzt? Genau. Was steht auf dem Boden der Schneekugel? Für Elmo den Yeti. Bleib am Ball. Shavul, der Maulwurfmann. Hey, vielleicht befindet sich Shavul beim geheimnisvollen Wirbel. Lass uns schnell dorthin fahren, bevor mich wieder irgendetwas ablenkt. Ah ja, gut, da hat Max offenbar gut kombiniert. So, fassen wir mal zusammen. Der Yeti, der hier drin war, hieß Elmo. Und der hat eine Schneekugel bekommen von Shavul, dem Maulwurf. Wenn ich es richtig verstanden habe, der Onkel des Maulwurfs, der in dem Tunnel der Liebe wohnt. Und dieser Shavul war am Bau des... dieses größten Wollknäuels der Erde beteiligt. Biggest Ball of Twine auf Englisch. Und deswegen auch dieser Gag, bleib am Ball. Das heißt, die haben mitgeholfen beim Bau dieses Wollknäuels. Das haben wir schon erfahren. Und die kennen sich. Und nachdem offenbar, ja, der eine Schneekugel dieses geheimnisvollen Wirbels an den Yeti geschenkt hat, also der Shavul, der Maulwurf, hat Max messerscharf kombiniert, dass Shavul möglicherweise in oder bei oder auf diesem Wirbel wohnt. Und dem werden wir genauer nachgehen, würde ich vorschlagen.
Vorher würde ich aber gerne nochmal zum größten Wollknäuel der Erde fahren, denn erstens, da waren wir noch nicht. Zweitens, das war ja eigentlich der erste Hinweis, den wir in diese Richtung bekommen haben. Also ab zum größten Wollknäuel der Erde. Wunderschön hier das Ding, der ist ja, ich weiß nicht, 30 Meter hoch oder so. Das größte Wollknäuel der Welt. Und bevor jetzt jemand sagt, wo haben die diese Ideen hier mit diesen verrückten Touristenfallen? Es gibt in den USA mehrere Städte oder kleine Städte, die behaupten, sie hätten den größten Wollknäuel der Erde bei sich. Da gibt es Fotos, habe ich auf Google gefunden. In der Google-Bildersuche kann man da einiges gucken. Sind nicht ganz so groß wie der hier, aber schon so ein paar Meter. Und da steht dann irgendwie sowas, ja, Frank Schaeffer hat 1953 angefangen, diesen Wollknäuel zu winden. Und 1988 war er fertig, kurz darauf starb er. Und seitdem haben wir irgendwo in Kentucky oder so den größten Wollknäuel der Erde. Sowas gibt's also wirklich. Und diese, ich würde mich ja fast nicht wundern, wenn es auch sowas wie Alligator-Golf gäbe. So, bevor wir jetzt hier mit dieser lustigen Seilbahn hier rauffahren, würde ich sagen, dass wir uns erstmal hierhin begeben. Da ist bestimmt eine Ausstellung drin, irgendwas Interessantes über die Geschichte dieses Monuments. Hui, was ist denn da los? Nun, das sieht man wohl nicht alle Tage. Wovon zum Henker sprichst du, Sam? Wir schmeißen unsere Fischköpfe immer aus dem Fenster. Ja, aber die sind Forellen. Okay. Auf der Hinweistafel steht, dass es vom ersten Jahr des Wollknäuels fein säuberlich abrasiert wurde. Ich wusste gar nicht, dass es schon alt genug für eine Rasur war. Wenn ich in diesem Spiel ein Seil brauchen sollte, wird es wohl besser ein langes Stück sein. Wie heißt das? Breaking the Fourth Wall. Wenn sozusagen eine Figur in einem Film oder Computerspiel mit dem Spieler redet. Es ist ein 1/200.000stel Modell des Original-Wollknäuels. Und es ist nur ein 1/200.000stel so doof wie das Original. Lustige Tatsachen über das größte Wollknäuel der Welt. Ausgerollt wurde das Wollknäuel von hier bis weit hinter den Jupiterreichen. Wissenschaftler sind sich einig, dass das schiere Gewicht des Knäuels die Erde im Jahre 2053 aus ihrer Umlaufbahn wirft. Und unseren Planeten direkt in die Sonne katapultiert. Zum Glück beträgt meine Lebenserwartung nur 6 Jahre. So kann man das natürlich auch sehen, kleiner Freund. Oh Mann, das dürfte der Kurator dieser wertvollen Ausstellung sein. Mit dem quatschen wir natürlich nochmal kurz. Arbeiten Sie hier? Jo, bin schon seit 40 Jahren dabei. So, was kann ich jetzt für euch tun? Ja. Dieses Wollknäuel ist nicht aus einem einzigen Stück gemacht worden, oder? Doch, doch. Es ist das längste Stück Wollfaden in der Welt. Fast 92 Yards lang. 92 Yards, das sind ja nur so um die 90 Meter. Das wäre ja jetzt... Gut, man weiß jetzt nicht, wie dick das ist, aber das würde doch nie und nimmer reichen. Ist Conroy Bumpus hier vorbeigekommen? Wer ist das? Ein Country-Western-Star, dem der Ruhm zu Kopf gestiegen ist. Ich würde ihn nicht erkennen, wenn ich ihn sehen würde. Ich komme nicht weit rum. Na gut. Was ist mit all den Fischgräten, die dort am Fenster vorbeifliegen? Das sind die Überbleibsel unserer letzten Fischlieferung. Unser berühmtes, rotierendes Restaurant fliegt täglich frischen Fisch von der Welt der Fische in Mosquitoville, Missouri ein. Okay, gut, das haben wir ja schon mitbekommen mit dem Hubschrauber. Sie haben nicht zufällig eine 8 Fuß große, pelzige Kreatur gesehen, die auf den Namen Bruno hört. Sprecht ihr von Bruno, dem Yeti? Genau. Er und einige andere Yetis halfen damals mit, das Wollknäuel zu bauen. War so 1956. Die Geschichten, die ich erzählen könnte... Nein! Ich habe heute schon genug Geschichten gehört. Haben Sie Bruno vor kurzem gesehen? Ich habe Bruno seit ungefähr 30 Jahren nicht mehr gesehen. Ist er in Schwierigkeiten? Das kommt auf Ihre Definition an. Ich benutze gern die mit dem stacheligen Ameisenigel. Nun, gibt es noch etwas anderes, wobei ich euch helfen kann?
Ah, gute Frage. Was haben wir schon? Das Rufzeichen und die Ente haben wir noch nicht durchprobiert. Hören Sie auf, mich so anzustarren. Ich kann's einfach nicht lassen. Okay. Es sind Orte wie dieser, an denen ich wünschte, ich wäre Kanadier. Die haben auch so einen dort drüben, aber die Hälfte davon ist französisch. Das wäre dann erst einmal alles. Ja, genau, die Hälfte wäre französisch. Da ist der Wolknäuel. Adjektive wie groß und gewaltig fangen erst an, dieses Ding zu beschreiben. Ich glaube, blödsinnig und albern wären sinnvolle Zusätze. Und wir dürfen grotesk nicht vergessen. Ich frage mich jetzt gerade, ob wir nicht dieses Teil hier mit dem Wollknäuel benutzen können. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das so ging, aber... Natürlich. Hm, das war hervorragend. Nicht zu vergessen, physikalisch völlig unglaubwürdig. Ganz klar, was war da drin? Totenschädel und noch diverse andere Gegenstände, die in den Golfball, ich habe zu viel Gator-Golf gespielt, in den Wollknäuel sozusagen eingerollt wurden, darunter auch ein Ring. Ich sollte glücklich sein. Ja, wenn du einen Ring gefunden hast. Und, das war, glaube ich, auch irgend sowas, wo ich ewig lang dran verzweifelt bin. Ich meine nämlich, man bekommt irgendwo sogar einen Hinweis drauf, dass es irgendeinen Ring geben müsste irgendwo. Aber wo der dann ist, kann man sich dann, ja, wahrscheinlich kann man sich es eh auch, wenn man überlegt, dass das ein Maulwurfsring sein soll. Ich weiß aber gar nicht mehr, wer diesen Hinweis gibt. Vielleicht gab es ihn auch gar nicht mehr. Ich kann mich nur erinnern, ich habe wochenlang den Ring nicht gefunden. Leg einen Zahn zu, Max. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal hier rauf, weil hier oben im Restaurant gibt es bestimmt eine gute Aussicht. Wenn schon sonst nix. Naja, vielleicht auch guten Fisch. Okay, Fisch zumindest. Hey, schau mal! Es ist mal ein langes, loses Ende. Zu schade, dass wir es von dieser Seite des Decks nicht erreichen können. In Spielen wie diesen braucht man immer ein langes Stück Seil. Und wieder die Anspielung auf das lange Stück Seil, das wir brauchen werden. Ja, jetzt haben wir hier gerade gesehen, den Koch, der hier das ja, Seafood eben zubereitet, Fresh Fish. Und ein langes Stück Seil, das wir offenbar auch brauchen werden. Was gibt's hier? Hier hängen die Kabel raus. Diese losen Kabel sehen aus, als ob sie zum Kontrollmechanismus des Restaurants gehören würden. Die sehen für mich wie zerkochte Spaghetti aus. Kann ich die benutzen? Jetzt? Ich stopfe besser erstmal diese Kabel zurück. Wozu haben wir diese Kabel gebraucht? Das sieht wie ein ganz normales, fest installiertes Fernglas aus. Können wir da durchgucken? Das dreht sich die ganze Zeit. Ich glaube... Ich bin sicher, dass es irgendwie nützlich ist. Aber ich weiß nicht, warum. Ja, ich glaube, ich kann mich ungefähr erinnern. Wir können hier nicht wirklich durchgucken. Hey, was ist da eigentlich los? Weil das Restaurant dreht sich ja. Das heißt, wir müssen das Restaurant auch anhalten. Was macht der eigentlich? Hat der diese Geräusche produziert? Sieht sicher genug aus. Was tust du denn da überhaupt? Ich verbiege Werkzeuge mit meinen telekinetischen Kräften. Warum? Damit ich den Drehmechanismus von diesem Restaurant reparieren kann. Nun, das macht Sinn. Das macht sicher Sinn. Okay, das heißt, der Drehmechanismus scheint irgendwie kaputt zu sein und er will ihn reparieren. Und irgendwie hat das auch was mit dem Fernglas zu tun. Aber was genau, weiß ich nicht mehr, denn jetzt kommen wir langsam in Gefilde des Spiels.
in Bereiche des Spiels, die, wo meine Erinnerung ziemlich ausgesetzt hat. Das heißt, die nächsten Folgen werden mit Sicherheit sehr spannend, weil ich da ziemlich viel doof rumprobieren werde müssen. Oder natürlich auch messerscharfe Schlüsse werde ziehen müssen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.